Lukas sein Arzt. Big Rape Productions. Mit dem niesenden Affen. Es war einmal vor einer langen Zeit in einer weit, weit, weit entfernten Galaxie mit zitternden Buchstaben. Star Wars. Die Serie, die so schlüssig ist, dass sie keine Texte braucht, die diese Sendung erklären. Nur das zweite Weltall. Ach doch, jetzt. Episode 1, die dunkle Bedrohung. Sie ist so dunkel wie das Weltall. In weiten Teilen der Galaktischen Republik herrscht Aufruhr. Die Besteuerung der Handelsrouten zu den äußeren Systemen ist heftig umstritten. In der Hoffnung, ihren Willen durchsetzen zu können, hat die gierige Handelsföderation den kleinen Planeten Naboo mit einer Blockade durch gewaltige Schlachtschiffe vollkommen vom Rest der Galaxie abgeschnitten. Während der Kongress der Republik sich über diese schrecklichen Geschehnisse in endlose Debatten verstrickt, beschließt der Lordkanzler heimlich zwei Jedi-Ritter, die Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit in der Galaxie mit der Lösung des Konflikts zu betrauen. Diesen Text konnte ich auch nur lesen, weil ich ihn gerade schon mal lesen musste, weil alles abgekackt ist. By the way, übrigens, ja. Und? Es ist sehr, sehr schwer, einen Text vorzulesen, wenn man links irgendwie da, wenn da was fehlt, weißt du? Aber wir haben es geschafft. Hi there und herzlich willkommen zu Facepalm Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Sie ist so dunkel, dass wir ein helles Hauptmenü haben, was auch immer das jetzt für Sinn macht. Ja, von Lukas Arzt. Lukas sein Arzt hat sich persönlich um dieses Spiel gekümmert, dass da auch keine Lücken drin sind. ich habe ehrlich gesagt überlegt, ob ich das als Facepalm nehme. Weil ich jetzt auch nicht so viele Erinnerungen dran habe. Ich habe es sehr buggy in Erinnerung, aber das kann auch daran gelegen haben, dass meine CD damals total zerkratzt war. Also so kann man auch Bugs produzieren, indem man einfach die CD zerkratzt. Nein, war da keine Absicht. Also ich habe dieses Spiel damals von dem Kumpel von meinem Bruder, beziehungsweise von einem Verwandten gekriegt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, der hatte irgendwie so 20 PlayStation 1 Spiele mitgebracht. Und ich bin die da mal durchgegangen und da war dieses Spiel bei und ja, ich hab's geahnt, dass es passiert. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, der Emulator ist schon wieder 3-4 Mal abgekackt. Wir haben übrigens heute den 5. August 2014 um 7 Uhr morgens. Vielleicht nochmal ganz kurz gesagt, wie ich zu Star Wars generell gekommen bin. Und zwar, gab's damals, also ich habe damals Demos gesammelt, PS2-Demos natürlich auch, PS1-Demos. Und da war Lego Star Wars bei und das hat mich sehr, sehr fasziniert von dieser Idee her mit den Lichtschwertern und den Charakteren. Und meine Mutter hatte damals so einen Freund und da kam dann so rein und meinte, ja Mensch, das ist doch hier, das ist doch der Obi-Wan, das ist doch der Qui-Gon. Und dann hat er mir dann so ein bisschen erzählt und meinte, das läuft ja irgendwie im Fernsehen und so bin ich dann drauf gekommen. Da habe ich da irgendwie so 4-5 Jahre hintereinander immer, also es kam ja alles, alle 5 Teile kamen ja einmal im Jahr. Die habe ich mir dann immer angeguckt. Am Anfang war es ja so, dass die nur 1, 2, 4, 5 und 6 gebracht haben. Der dritte, der war damals noch zu neu. Auf jeden Fall bin ich so zu Star Wars gekommen. Ich habe auch damals Star Wars Battlefront, ne, gespielt. Teil 1, Teil 2 und so weiter und so fort. Habe jetzt aber nicht so wirklich den Bezug zu diesen Spielen, zu den Filmen, die wir halt jetzt hier haben. Das ist ja quasi das Spiel zum Film halt. Und bei solchen Sachen ist es ja immer gefährlich, denn meist kommt dabei nur Gulasch raus. Aufgrund dieser Tatsache und meiner Kindheitserinnerung habe ich mich dazu entschlossen, dies Facepalmed zu nennen. Für die Leute, die das erste Mal Facepalmed sehen, sei gesagt, dass Facepalmed ist eine Serie, wo wir vermeintlich bescheuerte Spiele spielen und dann zum Schluss entscheiden, ob dieses Spiel den
gepalmten Phaser das die Faust ins Gesicht verdient hat oder ob das Spiel gar nicht mal so blöd ist, wie es dargestellt wird. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel im Internet blöd dargestellt wird. Kann ich mir vielleicht mal in der Werbepause angucken, ob dieses Spiel an sich wirklich schon einen scheiß Ruf hat oder ob ich es jetzt einfach scheiße in Erinnerung habe. Auf jeden Fall gleich mal das erste Positive. Was ich hier sehr, sehr gut finde, ist, dass wir hier, Wie lautet euer Plan, Qui-Gon? Aber was wieso ist das denn so? Habe ich das nicht vorher anders eingestellt? Ist doch scheiße. Wir können hier halt die Sachen einstellen und kriegen halt so minimale Geräusche, damit wir wissen, wie laut es ist bei der Sprache hier. Haben wir hier Leute, die reden, bei der Musik haben wir halt Musik. Hier haben wir die Lichtschwerter. Was mehr oder weniger nicht so wirklich hilft, weil es gibt sicherlich auch noch lautere Geräusche als Lichtschwerter, von daher. Aber ich habe es jetzt mal probiert, so ein bisschen anzupassen und es ist auf jeden Fall schon mal positiv. Wir werden die Untertitel mal anmachen, weil ich nicht weiß, ob die ob die sprechen können, also ob sie vielleicht duschen oder so. Es ist auf jeden Fall die deutsche Version, wir haben hier deutsche Synchronsprecher. Und da würde ich mal sagen, entschuldige ich mich doch erstmal gleich dafür, dass ich schon wieder so viel gelabert habe und wir fangen einfach mal an. Glaube ich zumindest, oder? Passiert dir was? Ich weiß es nicht. Ja. Station, Handelsföderation. Ich habe ein ungutes Gefühl. Deine Gefühle haben dir schon oft gute Dienste geleistet, Obi-Wan. Aber lass dir von ihnen nicht deinen Verstand vernebeln. Wie lautet euer Plan, Qui-Gon? Wenn der Vizekönig der Handelsföderation eintrifft, müssen wir ihn davon überzeugen, das System zu verlassen. Glaubt ihr, dass er sich darauf einlassen wird? Schreibt man Lass mit SZ? Die Vizekönige der Handelsföderation sind Feiglinge. Dieses Treffen wird nur von sehr kurzer Dauer sein. Schreibe das nicht mit Doppel-S? Erwarte das Unerwartete. Aber immer noch, ich nehme auf. Da geht alles schief. Ich bin TC-14, Protokolldruide und Diener der Handelsföderation. Ach ja, wir spielen hier übrigens mit Pfeiltasten, weil irgendwie möchte der gerade meine Analog-Sticks nicht annehmen. Hi, wie geht's? Wie kann ich nicht anlabern? Wie kann ich Ihnen zu Diensten sein? Bring mir einen Kaffee. Wo befindet sich der... Ich glaube, das sagt er, oder? Wo befindet sich der Vizekönig der Handelsföderation? Der Vizekönig bedauert seine Verspätung. Er wird gleich bei Ihnen sein. Bitte machen Sie es sich hier so lange bequem. Du, ich glaube, ihr habt da hinten so ein Leck, ne? Was ist das für ein Gas, das dort aus dem Boden tritt? Es handelt sich dabei um Dampf aus einem defekten Lüftungssystem. Ich bitte Sie, diese Unannehmlichkeit zu entschuldigen. Oh, wenn es weiter nichts ist. Entschuldige mich, ich muss gehen. Entschuldige mich, ich muss aufs Klo. Okay. Der Raum füllt sich mit giftigem Gas. Tatsächlich, du bist ja ein richtiger Sherlock-Mensch. Wir müssen fliehen. Ich habe nur darauf gewartet, dass mein Meister mir Bescheid gibt. Ich darf ja nicht alleine handeln, ich bin in der Padawan. Ich habe keine Ahnung, wie hier was geht, aber... Das Problem bei diesem Spiel ist halt, dass wir Lebensenergie haben. Von daher, wenn wir hier so ein bisschen verkacken, dann haben wir... Es scheint, als würde die Handelsföderation einen Angriff auf Naboo vorbereiten. Ist das so, ja? Weil sie uns jetzt angegriffen haben, wollen sie gleich den ganzen Planeten ausrotten oder was? Ich glaube, wir haben hier einfach die Mittagsruhe gestört. Das kann natürlich auch sein. Es ist ein bisschen doof, aber wir haben ja glücklicherweise ein Medi-Päckchen. Ist das das? Kann ich das kaputt machen oder so? Wenn wir den Hangar erreichen, finden wir vielleicht eine Möglichkeit zu fliehen. Ja, das könnte sein. Lass mich aber erstmal hier gucken. Das ist mein erster Auftrag, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob Obi-Wan schon vorher Aufträge gemacht hat. Vielleicht mal kurz zur Erklärung. Ich weiß nicht, ob sie das später noch wir erklären. Wir werden alles brauchen können, was uns in die Hände fällt, wenn wir dieses Schiff lebend verlassen wollen. Ja. Und zwar, Obi-Wan ist hier der Padawan, also quasi der Schüler vom Qui-Gon, und es ist jetzt ein bisschen seltsam, dass er mich nicht fühlt, aber okay. Es ist übrigens auch so, dass die Jedi, also die Ausgebildeten, immer ein grünes Lichtschwert, also ja, okay, jetzt fällt mir dann gleich wieder ein, dass Obi-Wan war im dritten Jahr ausgebildet und hatte auch trotzdem ein blaues Lichtschwert, aber im Normalfall, glaube ich, haben die Ausgebildeten immer ein grünes. Aber ich kann mich da natürlich auch spontan hören. Ansonsten können wir uns hier natürlich
Filme angucken, aber ich glaube, das ist irgendeine wichtige Person. Denke immer daran, die Macht ist dein Verbündeter. Ja, du etwa nicht, oder was? Gut, dann vertraue ich jetzt nur noch der Macht und dir nicht. Ja, also wir können hier auf jeden Fall Sachen aktivieren mit Kreis, mit 3 können wir die Macht benutzen, die sich dann da unten wieder auffüllt, und mit 4 können wir schlagen, mit X können wir springen, alles klar. So, was haben wir hier noch? Oh, geil, eine Waffe. Wie kann ich... wenn du es bist, Obi-Wan. Ich bin die ganze Zeit bereit. Lass mich doch mal hier testen. Wie kann ich denn die... Okay, mit R1. Alles klar, gut. Ups. Ach, das war eine Granate. Ich dachte, wieso geht das Lichtschwert nicht an? Defekt? Nein, das war eine Granate. Tut mir leid. Ansonsten, hier waren wir. Da können wir weitergehen. Ja, ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein, weil ich halt den Eindruck habe, dass es total schwer ist. Ich hoffe, ihr könnt mir dies verzeihen. Wenn nicht, dann bringt euch halt um. Ansonsten könnt ihr mir natürlich eher ansonsten weiterschauen. Ich meine, ansonsten können wir hier weitergehen. Ihr scheint nicht so. Oh, hi, Erzbedingt so. Nicht so viel zu sein. Oh Gott, sage ich, und dann werden wir an. Ah, nein! Ah, jetzt habe ich Kreis gedrückt. Die Devil May Cry 1 Steuerung. Hier gibt es noch was zu aktivieren. Die Tür ist offen. Schnell. Ja. Er ist schon ziemlich schlau, muss man mal sagen. Also, wenn ich ihn nicht hätte, da weiß ich auch nicht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, dass er dabei ist. Wo ist er denn jetzt hingegangen? Hallo? Hallo? Folgt mal R2. Ups, was ist das? R2, ups. Das ist jetzt ein Moment. Das sind doch die, wie heißen die Dinger? Ich komme gar nicht auf den Namen, aber das sind auf jeden Fall Feinde. Oh, hi. Bist du nicht die Olle, die da... Ja, genau du. Du Bullshitterin, du. Moment, war das die oder war das jetzt ihre Kollegin? Nicht, dass ich... Man soll ja nicht immer Leute bestrafen, die nichts dafür können. Aber die arbeiten im selben Betrieb, von daher, irgendeiner muss doch bluten. Irgendeiner muss der Sündenbock sein. Ach, guck mal, da ist er ja wieder. Hey, Mensch, warst du mal kurz auf dem Klo, wa? Was machst du hier? Offensichtlich kaputt gehen. Mohaha. Nee, also ich glaube, der hat hier irgendwas repariert. Die Wahl liegt bei dir, mein ja. Schüler. Warum auch immer das so ist, du willst ja nur nicht die Verantwortung übernehmen. Eindringlinge! Ja. Und ihr habt mir den versprochenen Kuchen nicht gegeben, also fuck you. Ach, er ist schon tot. Ich glaube, ich... Irgendwo hier muss ich eine Kontrollkonsole befinden, mit der man die Tür öffnen kann. Er labert schon ziemlich viel, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also ich laber ja mehr, aber irgendwie... Wäre ich doch schon froh, wenn er... Ach, er ist schon wieder falsche Taste gedrückt. Wenn er ein bisschen mehr angreifen würde, hier der Kollege. Aber gut. Ja, hat er nicht irgendwas gerade davon erzählt? Ich glaube, das war der Schalter. Ja, guck mal, das ist doch schnell nichts. Komm, mach ihn fertig. Ja, danke schön. Er hat ja immerhin keine Lebensenergie, also gehe ich mal davon aus, er kann gar nicht sterben. Ich halte dir den Rücken frei, während du nach der Kontrollkonsole für die Tür suchst. Ja. War das nicht eben... Achso, hier. Klar. Die Tür ist offen. Ja, ist ja gut. Boah, das ist ja... Okay, das sage ich jetzt nicht. Der Kontrollraum des Schiffes liegt direkt vor uns. Ja, sehr gut, Mann. Halt die Klappe. Du verdammter, du Herr Tutorial. Also, nicht der, aber... Sie sind in der Überzahl. Ja, sie sind in der Überzahl. Gott, ich sehe doppelt. Ich möchte ihn am liebsten killen. Der geht mir gerade so auf den Sack. Ich möchte einen anderen Lehrer haben. Bitte. Oh, hups. War das jetzt absichtlich? Qui-Gon will mich tot sehen, glaube ich. Nur weil ich jetzt gesagt habe, dass ich einen anderen Lehrer haben will. Komm schon, so war das nicht gemeint. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich hab's noch so ein bisschen dunkel in Erinnerung. Aber ich sehe auch gerade, dass ich nicht so wirklich mehr so viel Lebensenergie habe. Hm. Kann ich das kaputt machen? Ich weiß nicht. Oh! Oh nee. Okay. Greift's mich an? Nein. Ja doch. Okay. Auf Wiedersehen. Oh. Ich hoffe, ich laufe den. Den richtigen Weg. Bin ich jetzt hier wie so Maus in so einem Labyrinth oder was? Muss ich jetzt nach Käse suchen oder so? Kann ich hier raus? Nein, okay. Ich sollte auf jeden Fall aufpassen, dass mich die Dinger nicht irgendwie angreifen. Okay, der ignoriert mich. Da kam ich her. So mehr oder weniger ist das der Rückweg. Also gehen wir mal hier lang. Sekunde. Fraps und so. Allseits bekanntes Problem. Da, ich drücke den Knopf, ohne ihn zu berühren. Yay. Oh, shit! Ja. Das war mein Minecraft-Tod. Das ist jetzt doof. Weil wir haben... Weiß nicht, Moment. Oh nein! Was meinte er denn mit Laden? Ich habe ja nicht gespeichert, also... K-
Können wir vielleicht irgendwie... Deine Gefühle haben dir schon oft gute Dienste geleistet, Obi-Wan. Ist das so? Aber lass dir von ihnen nicht deinen Verstand verlieren. Gut, das fängt ja schon wieder gut an. Wie lautet euer Plan, Qui-Gon? Mein Plan lautet erstmal, gleich die Folge zu beenden. Ach ja, ich erst ja Qui-Gon, ich bin ja Obi-Wan. Zu verlassen. Glaubt ihr, dass er sich darauf einlassen wird? Ich weiß nicht. Musst du Fraps fragen. Die Vizekönige das kann ich auch nicht irgendwie abbrechen, ne? Kann ich irgendwie dieses Speed Treffen oder so drücken? Nein. Okay, das tut mir jetzt leid. Da bin ich trotzdem wohl offensichtlich in die Falle gelaufen. Oder was? Willkommen. Gut. Ich bin TC14. Du bist ein Bullshitter, ganz ehrlich. Dich machen wir gleich mal kaputt hier. Den Kaffee, den werde ich wohl niemals in meinem Leben kriegen. Wir rennen jetzt hier einfach durch, würde ich mal sagen. Ja, der Raum füllt sich mit Gift. Also würde ich mal rausgehen, du Blitzmerker, du. Aber das Medipack soll ich mir vielleicht dann doch jetzt mal schnappen. Irgendwie so, oder so, ne? Ja, gut, es tut mir jetzt wirklich voll leid, Leute. Aber es ist dann irgendwo schon blind. Ich habe ja gesagt, ich habe es noch irgendwie, Alter. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, kann den mal jemand abstellen? Wird man heutzutage so Jedi-Ritter, indem man andere Leute vollquatscht? Indem man anderen Leuten sagt, was das Offensichtliche, Mann. Das Offensichtliche. Die Tür ist offen, nein, wirklich. Ich hatte eigentlich vor, sie in die Luft zu sprengen, aber gut. Ja, ich habe die Wahl getroffen. Wir gehen jetzt nach links. Und du, Moment. Das jetzt? Ja, ich folge auch nur meinem Trieb. Und der hat leider gesagt, dass er dich töten soll. Dass ich dich töten soll. Nee, also, ich hätte natürlich auch... Ich weiß nicht, ob mir das Springen hier irgendwie was bringt. Eindringlinge, oh mein Gott! Verpiss dich! Wie ein Schlumpf. Ja, wie auch immer er das gerade abwehren konnte, weißt du, er steht mit dem Rücken zum Feind. Wo hier muss ich eine der ist so, ich weiß auch nicht. Tür öffnen kann. Also er ist auf jeden Fall nerviger als im Film. Ich glaube, im Film sagt er kaum was. Gut, haben wir es ja gleich wieder. Die Tür ist offen, schnell. Die Tür ist offen, nein, wirklich. Der Kontrollraum ich bin so froh, wenn du stirbst. Ganz ehrlich. Ja. Und jetzt sind wir gleich wieder in der Überzahl und keiner weiß, wie das passieren könnte. Ja, warte mal. Wenn wir den Hangar erreichen, finden ich krieg jetzt schon Krampf bei der Pfeilsteuerung, das ist ja phänomenal. Erst hier lang und dann geht's gleich kaputt. Kann ich dem irgendwie ausweichen? Ich springe und ich kann sogar einen Doppelsprung machen. Nein, das geht nicht, es ist geskriptet. Wie ein Depp rollt er da runter. Gut, da muss ich aber irgendwie, mir jetzt einen anderen Weg aussuchen, schätze ich. Was ist das doof? Gleich schon am Anfang. Das ist auf jeden Fall unser Raumschiff. Ich glaube, das Teil nennt man so. Ansonsten habe ich ja hier dieses elektronische Ding, welches sich mir in den Weg stellt. Bin ja beim letzten Mal links gegangen, also gehe ich jetzt rechts. Ich habe so das Gefühl, dass es hier gar keinen anderen Weg gibt. Vielleicht muss ich auch die Dinge irgendwie aufmachen, ich weiß es nicht. Beziehungsweise, warte mal, hier ist doch was. Oder? Nein. Das ist einfach nur die Verbindung. Fuck. Vielleicht war das auch schon der richtige Knopf und das war nur so zufällig, dass das aufgegangen ist, oder? Ich weiß es nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Hochspringen, das wäre die Macht. Nee, also da sollte ich nicht lang. Ich glaube schon, dass es einfach nur so ein Troller war, dass da jetzt eine Tür aufge... Ja? Hä? Geh wieder auf. Geh wieder, hallo? Ist der jetzt an oder aus? Ich weiß es nicht. Was machst du jetzt hier so Schönes? Geh mal weg, du. Ich weiß nicht, ist er jetzt... Habe ich ihn jetzt kaputt gemacht oder so? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er an ist. Ja, gut. Das könnte natürlich dann... Ah, ja, ich sehe es. Auch noch so eine Sache sein. Aber ich glaube, die Tür ist da offen, ja. Ja, nein! Was zur Hölle? Ist es jetzt... Komm, verpiss dich mal. Ist jetzt... Okay. Ja, es ist zeitgesteuert. Aber... Ja, ich verstehe es nicht, egal. Geh mal da durch.
Und dann betätige den Schalter hier. Gut, dass du auch immer so fein reagierst. Warte mal. Hä? Was ist jetzt hier Phase? Ist das so ein... Hä? So ein Schalterrennen? Schalterrennen-Rätsel oder was? Dass ich jetzt zum nächsten muss? Und das dann irgendwie aufmachen muss? Ja, es ist halt... Es ist halt auch, kann ich euch... Ja, es ist sehr, sehr praktisch, wenn hier Sachen rumstolzieren, die ich offensichtlich nicht töten kann. Und wenn ich Lebensenergie habe, die sich offensichtlich nicht von selber füllt. Und da haben wir ein Handy, welches mir signalisiert, dass wir jetzt zum Ende kommen müssen. Ja. Ja. Das war wohl der Special Move. Also ganz ehrlich, Leute, es reicht mir jetzt im Grunde schon wieder. War schön, dass wir dann geklärt haben, dass es echt facegepalmt würdig ist. Ja. Irgendwie. Ich habe jetzt schon irgendwie gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Wollen wir das nicht einfach so bei diesem Teil lassen? Ich weiß es nicht. Es ist irgendwo doof. Hm.